This is the city of Lugansk. We are now inside the barricade, which has been... Dies ist die Stadt Lugansk. Wir sind jetzt innerhalb der Barrikaden, die um den Platz errichtet wurden. Menschen stehen hier Wache. Sie wachen über unsere Stadt rund um die Uhr. They keep watch round the clock. Es gibt hier keine Waffen oder Truppen. Seht selbst, die Barrikaden bestehen aus Reifen und Stacheldraht. Diese spezielle Sektion hier wurde verstärkt, um möglichen Angriffen standzuhalten, die jederzeit passieren können, Tag oder Nacht. Which may come at any time of the day or night. Отстоим родной Луганск! За нами победа! Was hat unsere Regierung, Entschuldigung, die Junta in Kiew getan, um die Ukraine zu vereinen? Sie haben ihre Armee mobilisiert. Entschuldigung, gegen wen mobilisieren sie? Wer sind die Aggressoren? Wo sind sie? Ich habe ein paar Kuchen gebacken und den Tisch gedeckt, darauf wartend, dass diese Aggressoren mich gefangen nehmen. Wann werden sie kommen? Sie haben uns unsere Fernsehsender abgeschaltet, nachdem sie uns eine Diaspora nannten. Wie können wir eine Diaspora sein? Wir sind hier 8 Millionen, wir sprechen lediglich eine andere Sprache. 20 Millionen, nicht 8. Nein, ich rede von den russisch sprechenden Leuten hier. Wie lange werden sie uns noch schikanieren? Ich kann ein Lied auf Ukrainisch singen. Ich kann ein Gedicht auf Ukrainisch aufsagen. Was denkst du, wie Ukrainer und Russen miteinander auskommen können? Wir sind alle Slawen. Wir müssen in Frieden leben. Wir sind Brüder. Wir sollten nicht gegeneinander kämpfen. Wir sind ein Volk, alles Brüder. Meine Heimat liegt dort hinter mir. Russland ist meine Heimat. Ich habe eine Tante in Russland und Freunde in Novorossiisk. Wir können nicht gegeneinander in den Krieg ziehen. Ich mag noch nicht einmal das Wort benutzen. Dies ist das 21. Jahrhundert. Wie könnten zwei slawische Völker gegeneinander Krieg führen? Und was sollen wir mit den heutigen Befehlen der sogenannten Regierung in Kiew anfangen? Die sogenannte Regierung in Kiew gab den Befehl, in Slawiansk die eigenen Leute zu töten. Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie kümmern sich nicht um die Genfer Vereinbarung. Faschisten. Überall laufen OSZE-Beobachter herum. Aber was passiert? Ich werde nicht schlau daraus. Niemand von uns. Wer hat in diesem Irrenhaus das Sagen? Wir wollen nur unser Leben leben und niemanden stören. Wenn sie der EU beitreten wollen, ist das für uns okay. Wir sind nicht gegen den Westen, waren aber immer befreundet mit Russland. Die Russen mischen sich nicht in unsere Angelegenheiten ein und wir sind immer gut miteinander ausgekommen. Wir haben keinen Grund, uns zu streiten, weder mit Russland noch dem Westen. Warum also die Truppen? Das ist einfach nur abstoßend. This is our home. Dies ist unsere Heimat. Wir haben eine eigene Sprache und Kultur. Welches Recht haben andere Leute, hierher zu kommen und das Gesetz zu brechen? Beide meine Großväter wurden im Zweiten Weltkrieg getötet. Nie werde ich Ehre der Ukraine, Ehre Bandera singen. Ich hoffe, das kapieren Sie. Alle Verantwortlichen müssen in Den Haag verurteilt werden. Wozu die Truppen? Sie sollten stattdessen all die Terroristen in Kiew verhaften, all die Präsidentschaftskandidaten, die Militärjunta, die Nazis, die Befehle gaben, die eigenen Leute zu töten. Nur weil ihre Kultur und Sichtweise anders ist. Ich stehe hier nur für mich selbst, ich bin kein Politiker. Hier ist unsere Kalaschnikow, das neueste Modell, unsere Automatik. Wir haben keine anderen Waffen. Jarosch, Kopf des rechten Sektors, stellt ein Killerkommando namens Donbass auf. Wenn es steht, wird er uns ins Visier nehmen. Wir sind unbewaffnete Leute, die nur versuchen, ihre legitimen Interessen zu verteidigen. Er hat angekündigt, normalen Soldaten $1000, den Offizieren $5000 zu bezahlen. $5000.
Why so? In unserem Land geht Ungerechtes vor sich. Es gab einen Putsch, eine illegale Machtübernahme. Und selbstverständlich errichten die neuen Machthaber ihre eigenen Regeln. Jeder, der nicht einverstanden ist, wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entfernt, ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht. Das sind diese Regeln. These are the rules. БТРы пытались свалить. Ты в кого стреляешь, ты? Ты в кого стрелять собрался? В кого ты стрелять собрался? Кого? Шо, что ты автомат достал? Глуши! Глуши так! Глуши, да до греха не доводи. Ты понимаешь, сейчас люди кинутся, тебе и автомат не поможет. Да вытаскивать их из того танка. Глуши машину. Сзади люди, спереди люди. Пацаны, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Давайте без крика. Подожди, какая у вас задача? Сиди, подожди. На Славянск. Какая у вас задача? На Славянск, в машине, сидите в машине. Там на Славянском не едете. На Славянском, на Славянском. Глушить наших пацанов. На Славянском, доктор. В кого стрелять собрался? Mein Name ist Natalia Sofanova und ich lebe in der Stadt Krasnodon. Die Bergleute arbeiteten weiter, als die Revolution begann, bis vor 4 Tagen. Gestern, am 22. April um 9 Uhr abends, begann hier die Versammlung am Yanga-Platz. Heute ist der 23. April und die Versammlung dauert noch immer an. Wie fühlt ihr euch bezüglich der Aktionen des rechten Sektors in der Ukraine? Du kannst das Narzissmus nennen. Hast du Angst vor Narzissmus? Natürlich nicht. Warum sollten wir Angst haben? Nicht alle Bergleute haben sich bisher erhoben. Aber wenn der ganze Donbass sich gemeinsam erhebt, dann ist das Spiel für jeden aus. Weißt du, dass ein Soldat für die Weigerung zu kämpfen getötet wurde? Das ist nur der Anfang. Richtig, das ist nur der Anfang. Aber wie lange wird es dauern? Ich habe keine Ahnung. Wir tun unser Bestes. Wir stehen hier und versuchen, es zu beenden. Ich kann nur eines sagen, wenn sich die Bergleute erheben, dann ist das schlimmer als der Maidan, 1 Million Mal schlimmer. Unsere Leute in der Lugansk-Region sind im Herzen Russen. Es sind Russen. Sie versammeln sich hier und skandieren Russland. Sie wären nicht in der Lage, mit Geld 10, 20 oder sogar 30.000 zu versammeln, die Russland rufen. Ich käme nicht jeden Tag hierher, um uns Porridge, Eier und Geld zu bringen. Der Sinn unserer Aktivitäten hier ist, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Was die Leute sagen, das soll passieren. Wir tun, was die Bevölkerung sagt. Und wenn sie etwas anderes wollen, dann bedeutet das, dass wir eben das tun. Едут к нам в Мариуполь. На сколько их, ничего себе. Так что там, ящики эти разрушают? Ракеты, что ли? О, Катюша! Это град, радчик от них, братья. А что не собираться? Колонна с машин 30, наверное, блин. Ну это от Мариуполя сколько? Километров 60. Танки, танки. Ай-яй-яй. Там ты шо? Пожалуйста, скажи людям, стол оставлять в машине, выходит туда под стенку. Для чего? Да на
Я со словами наготовить. Стрелять по нам. Какие наготовить? Там, блин, не... Две минуты, они горят все, они как? Вы что, ходят, пацаны? Мы говорили, что они едут, блин. Куда они едут? Со словами, уезд. Милиция приедет, заберет стволы. Своем оружием, гаишником, в багажник, слажите автоматы, боекомплект, хай увозят. Почему? Командир, давай приказ. Да, ребята, сразу спускай. Как сюда? Молодцы, пацаны, что так поступили. Молодцы, ребята. Сдавайте, сдавайте. Что за дорога нормально, молодцы. Молодцы. Дальше проконтролируйте, чтобы оружие не пошло никуда. И не ездите сюда за словами. Не слушайте, что вам говорят. Вы на народ идете с оружием. Мы с голыми руками стоим. Давай. Максим, Максим. Максим. Слайд. Вы нормально не уедете. Хлопцы, там... Что такое? Где? Урал блокировали возле поста Гайон с ящиками, с оружием. Ребята, можно отъехать? Что в ящиках? Да я не знаю, хлопцы, что в ящиках. Я сейчас скрывать начну. Да зачем их скрывать? Ну, едете куда? Мужики, вы куда едете? Выключите это самое. Едете куда? Едете куда? Давайте группу на пост. Письменное распоряжение приказа где? Письменное распоряжение приказа о дислокации, на какое место прибытия. А как вы едете? У вас должен быть дорожный лист, должен быть приказ. А что приехали? Приехали, что? Приехал, что я тебя спрашиваю? Я на Луганск ехал. Как Луганск вообще в другой стороне. Луганск в другой стороне. Я же говорю, запутался в Луганск. Это самое. На 80 километров вперед. Документы свои показал. Выезд. Давай показывай, что там есть. Оружие все. Ребята. Держи руки. Руки держи. Да не держите. Забирай. Да перестаньте. Я ж никому ничего плохого не делал. Куда я? Да вообще никто плохого не делал. Понимаете? Вообще никто ничего плохого не делает. Забирай. Ложи. Ложи на пол. Ложи вот. Тихо, тихо. Стоп, 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 стоп. Не врячь. Машина без сопровождения. Без сопровождения. Да, ясно. Откуда? Иди. Что, лезь? Открывай кузов. Открывай кузов. Стоите вот тут. Все, здесь. Не вытягивайте. Давайте. Открывайте ящик. Сюда. Пока тут все. Один мне один. Что ты? Та же самая х**. Да не трогайтесь. А ты куда будешь, как рванешь? На, правее. Аккуратненько. Тише, тише. Патрон. Тимки. Правее. А это отца. Это твое. Гранаты. Все, машина назад. Машина назад. Ложи. Отошли от машины. Ребята, я так налажу. Никаких оружий на Донбассе не будет. Дозвольте, я уеду и никаких это самое. Никаких уедешь, только... Ты уедешь теперь отсюда. Мы хотим мира. Но... Все тут. Надо, я и угоню. Wann werden Sie aufhören, uns zu beleidigen? Wann werden Sie aufhören, uns Separatisten und Terroristen zu nennen? Wir stehen morgens auf und werden Separatisten genannt. Wir haben angefangen, uns so zu grüßen. Hallo, ich bin ein Terrorist. Hallo, ich bin ein Separatist. Wir sind nicht anders als diese Leute. Wir sprechen nur kein Ukrainisch. Das ist der einzige Unterschied. Warum hassen Sie so sehr Ihre eigenen Leute? Wo kommt all die Bitterkeit und der Hass her? Was haben wir Ihnen getan, dass Sie uns so sehr hassen? Wenn wir tatsächlich solche Nervensägen sind, so süchtig nach Fördermitteln, warum lassen Sie uns dann nicht allein? Alles, was wir wollen, ist unsere Zukunft selber bestimmen. Gebt uns ein Referendum und wir lösen unsere Probleme selber. Sie haben Angst vor einem Referendum, Angst vor den eigenen Leuten. Aber warum? Die Menschen haben das Recht zu wählen. Wir bebauen das Land und arbeiten in den Minen. Lasst uns bitte einfach in Ruhe. Bitte lasst uns in Ruhe. Wir sind friedliebende Menschen.
Ich bin aus Odessa. Ich wünschte, ich könnte die Leute fragen, wie es dazu kommen konnte. Der Grund, warum ich mein Gesicht nicht zeigen möchte, ist, dass wir in meinen Augen in einem nicht-demokratischen Staat ohne Meinungsfreiheit leben. Es gibt eine Menge Entführungen in der Ukraine. Es ist ganz und gar nicht ungewöhnlich für Leute mit anderer Meinung, auf der Straße angehalten und geschlagen zu werden. Я вам передаю привет от всех, кто сегодня за нами смотрит и следит за нашими событиями. Бог нам поможет. Как вот ваше мнение? Glaubst du, die Mehrheit in Odessa ist für oder gegen den Maidan? 80% der Bewohner Odessas sind gegen den Euromaidan. Die übrigen 20 sind wahrscheinlich fehlgeleitet oder leben hier nicht ständig. Beinahe alle hier sind gegen den Maidan. Sie protestierten auf dem Maidan, damit Janukowitsch geht. Und er ging. Warum sind sie jetzt dort? Was wollen sie? Ich persönlich würde sagen, sie wollen die Pest des Nationalismus in der ganzen Ukraine verbreiten. Niemand im Südosten oder dem Rest der Ukraine braucht diese Art Nationalismus. Wir wollen das Europa, für das die Kreuzfahrer kämpften. Das Europa, für das europäische Nationalisten kämpften. Das Europa der weißen Menschen. Moslems erniedrigen heutzutage die Einheimischen. Sie nehmen unsere Länder. Wir werden für Europa stehen. Das weiße Europa. Das traditionelle Europa. Für ein Europa freier Nationen. Ehre der Nation. Glory to the nation! Was denken Sie über die Situation im Land? Gut oder schlecht? Sie ist schrecklich. Zuerst trieben sie einen Keil zwischen uns und unsere russischen Brüder. Ich persönlich möchte weder nach Russland noch sonst wohin. Ich möchte in Odessa leben. Ich möchte, dass alles gut ist. Ich möchte, dass wir Freunde Russlands sind. Der Westen ist nichts für uns. Diese Union, was passiert in unserem Land? Es ist ein Albtraum. Wie sollen wir überleben? Mein Lohn beispielsweise beträgt 92 Dollar im Monat. Komme ich damit aus? Gaspreise sind um 73% gestiegen. Der Preis für Medikamente ist bereits um 60% gestiegen. Es ist schrecklich, wirklich schrecklich. Wir haben auf das Genfer Abkommen gewartet. Wir bekamen es und waren Russland sehr dankbar dafür. Wir verstehen sehr gut, dass die sogenannte Übergangsregierung in Kiew, wie auch der rechte Sektor, die Swoboda-Partei und ein paar andere Nazis nie vorhatten, die Verpflichtungen einzuhalten. Sie können es ganz einfach nicht. Sie haben ganz andere Intentionen. Zu töten mit dem Slogan, hängt die Moskowiter auf. Сюда иди! Руки вынь из кармана, я с тобой говорить буду, что пехотинец! Так не уши, Иногда мне кажется,
Manchmal fühle ich mich, als seien wir alle benutzt worden. Sie nahmen uns die Handschellen ab und legten uns dafür Fußfesseln an. Jetzt bringen sie uns gegen den Südosten der Ukraine auf. Auf dieselbe Art, auf die sie uns gegen die Berkut aufbrachten. Gegen die Polizei, gegen die Krim und dann gegen Russland. Ich frage mich, wer daran ein Interesse hat und warum. Ich möchte nicht verfolgt werden. Jeder, der gegen die Entwicklung in der Ukraine ist, kann wegen Separatismus angeklagt werden und ins Gefängnis gehen. Darum möchte ich anonym bleiben. Das ukrainische Parlament verabschiedete ein Gesetz, laut dem die des Separatismus und Terrorismus für schuldig Befundenen zu 10 bis 15 Jahren verurteilt werden oder sogar lebenslänglich. Wir fallen nun in diese Kategorie. Ich sage jetzt nicht Sie persönlich, aber Ihre europäischen Kollegen. Einige europäische Behörden haben genau das bewilligt und das ukrainische Parlament verabschiedete das Gesetz. Es sieht so aus, als ob Sie, ich meine einige europäische Gremien, zustimmen, dass wir Terroristen sind. Hier bin ich, sehe ich wie ein Terrorist aus. Laut jetziger Gesetzeslage erwartet mich lebenslänglich. Ich bin höflich und kommuniziere normal. Ich repräsentiere die Interessen der Bevölkerung. Sie müssen verstehen, dass nicht jeder fähig oder willens ist, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um andere zu retten. Ich spreche nur über Kharkov. Ich werde nicht im Namen der Ukraine sprechen. Jeder muss aussprechen, was er will, was er verlangt. Warum haben die Machthaber Angst vor einem Referendum? Warum? Haben sie Angst? Ja, haben sie. Aber wenn nicht, dann müssen sie uns sagen lassen, was wir zu sagen haben. Und das werden wir. Wir sind keine Separatisten, keine Radikalen. Ich lebe in Kharkov. Ich bin 61. Ich will verstehen, wo ich lebe, in welchem Land ich lebe. Russland und die Ukraine müssen tapfer zusammenstehen. Wir sollten Russland nicht im Stich lassen. Russland ist nicht hier. Russland unterstützt uns moralisch, nicht physisch. Die Amerikaner unterstützen die Junta physisch. Da sind Truppen. Es gibt viele Dokumente, Videos und Gedrucktes, was das beweist. Aber niemanden interessiert es. Seht, wie viele Menschen zu den Versammlungen kommen. Alle sind hier, vom Studenten bis zum Rentner, sogar die Veteranen kommen. Das ukrainische Fernsehen verbreitet Lügen. Sie sagen, Russen werden hergebracht.
Ist es überhaupt möglich, so viele Russen herzubringen? Tausende kommen zu den Versammlungen in der Ostukraine. Haben sie die halbe russische Bevölkerung hergebracht? Sie nennen uns Extremisten. Wir haben immer um Erlaubnis gefragt, friedliche Versammlungen abzuhalten. Aber sie lehnen das ab. Es sieht so aus, dass die Helden vom Maidan Gebäude besetzen, Banken ausrauben und Menschen umbringen dürfen. Uns aber ist es nicht erlaubt, uns friedlich zu versammeln. Sie können sehen, wir sind unbewaffnet. Wir tragen keine Masken. Wir haben nur eine Forderung. Wir wollen ein Referendum. Wir wollen gehört werden. Man kann nicht 20 Millionen Menschen gegen ihren Willen in die NATO und in die EU zwingen.